Willkommen zurück zu Persona 3. Mitsuru ist wieder dabei und wir machen uns auf zur nächsten Etagenerklimmung des Tartarus. Jetzt soll ich als allererstes auf meine Quests kurz achten. Einfach nur so prinzipiell, mich nochmal kurz erinnern, ist da irgendwas, was ich bedenken muss? Das Hundefutter haben wir geschafft, das weiß ich noch. Die einen haben wir doch gar nicht angenommen. Ich will kurz meine Quests trotzdem checken. Die pinken Federn, okay, die wollen wir möglichst sammeln, wenn wir die alle von kriegen. Wir müssen daran denken, was wir auf dem Schultrip diesen, nicht den Odin-Juice mitbringen, sondern wohlgemerkt einen anderen Saft, den die eine haben will, damit sie uns einen Odin-Juice gibt. Da kaufe ich einfach alle. Und das mit dem Badezimmer, das müssen wir erst dann machen, wenn wir wieder hier draußen sind. Gut, ich wollte kurz die Maiden-Outfits drinnen lassen, ich erinnere mich. Die werde ich aber nach ein, zwei Kämpfen schon wieder auswechseln, weil ich ja schon bessere Rüstung habe. Mal schauen, was uns für Feinde erwarten. Da werden auf jeden Fall ein paar neue dabei sein. Allein schon für die Federn müssen die neue dabei sein. Was stand da? 181 erst, oder? Moment. 181, 88 habe ich gerade in dem Kopf, aber. 90? Wie groß ist die Differenz jetzt zwischen den beiden Etagen? What the fuck? Wir sind jetzt erst 171. Na, lass es mal ranhalten, oder? Mit dem Ziel, möglichst schnell hochzukommen und nicht zwingend großartig viel zu besiegen auf dem Weg. Das ist nämlich alles ziemlich gefährlich, gerade wie das klingt. Ja, neue Gegner. Disrage, okay. Nicht das Beste, was ich hier bekommen habe, aber hey. Da ist eine Treppe, die nutzen wir. Also wenn wirklich noch so viele Etagen jetzt kommen, dann sollten wir uns wirklich an die Etagen halten. Übrigens sehen wir jetzt auch zum ersten Mal Gummi, ne? Also Odins Speer auf Ken. Nice. Ein bisschen höher noch, hey, ja. Wie immer. Den machen wir platt. Eine Stichprobe der Schatten nehmen. Okay, die kennen wir alle schon. Die waren, glaube ich. Bei den Löwen weiß ich es noch gar nicht. Ich dachte, die Löwen hätte ich schon mal analysiert, habe ich wohl gar nicht. Ich dachte echt, die werden auch gegen Licht empfindlich. Vielleicht habe ich mal beim Trainieren oder so bin ich gestorben und dann, ja, das kann sein. Vielleicht. Wir schwächen sie erstmal. Der Bezug aus Great Condition, wir auch, okay. Das ist gut. Ach komm. Gut, dann Marikari, nimm mal. Ja, welche Überraschung. Ja. Dieselbe Schwäche wie die Samurai, aber auch Insta-Kill-Skills. Ich glaube, dann habe ich das wahrscheinlich mal analysiert, bin dann gestorben. Gehe ich von aus. Und dann reloaded. Beim Trainieren. Muss wohl. Ja, das läuft ja super bisher. Könntest du bitte einen von den töten? Das läuft wieder richtig gut. Nicht. Gut, dann machen wir so einen Schaden hier. Wie ihr seht, der Schaden ist respektabel. Nice. Okay. My level of aptitude has increased. Oh, war der. Ich bin fast nicht reingelaufen. Den machen wir mal auch lieber. Das ist so ein Choke Point. Ich denke, dass diese Federn von irgendwelchen Gegnern verloren werden, die ja später kommen. Ja klar, 181 wissen wir. Trotzdem. Hier und da im Kampf ist in Ordnung. Die sind easy. Die kann ich one-shotten. So, da haben wir eine Person, die wir gerade nicht haben. Die nehme ich mal mit. Ich habe, glaube ich, noch Platz. Für eine oder so. Er war jetzt immer der letzte, der hochgegangen ist, oder? Ich meine schon. Ja. Ossi. Nehmen wir mit.
zum Fusionieren. Ich glaube, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr, ne? Ich weiß, ich war schon wieder ziemlich voll mit Personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich bin voll. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Das ist wieder Maximum. Mehr als 12 geht nicht. Da ist ein Schatten. Da ist der Hochgang. Laufen wir einfach hoch. Nein, wir sind nicht müde, alles gut. Wir haben gerade erst begonnen, meine liebe Fuka. Gehen wir erstmal hier lang. Da ist ein Schatz, den holen wir uns. Zu gut wie der Statusveränderung. Schön. Das Problem mit Uli ist momentan definitiv der hohe Mana-Verbrauch. Also die SP, die ich ausgeben muss für diese super starken Blitze, ist halt pervers. Deswegen freue ich mich zu wissen, dass er am letzten Level, also auf dem letzten Level, wo er was lernt, ein Skill lernt, der die Mana-Kosten reduziert. Das wird super nützlich sein. Ich darf eigentlich gar nicht so viele Kämpfe machen, ja. Vor allem mit der Mana. Die Mana-Verbrauch. Ich kann ja einfach mich auf eine andere Person wechseln, zwischendurch mal, aber ich will schon, dass Odin die Erfahrung bekommt. Dann machen wir den Platten, so einen Schatz. Ja. Ist eine Kreuzung. Da sollte man Gegner meist töten. Die haben auch eine Eisschwäche, ganz ehrlich. Ich muss auch manchmal meine Verantwortung umverteilen, also. Mach du mal bitte. Nein, mach doch einfach auf alle. Sie hat ja auch einen Zauber auf alle, ne? Naja, egal. Das war doch genug Made-out für dich, ist ja wieder weg. Mir ist übrigens aufgefallen, was ich interessant finde, obwohl ich mittlerweile wieder eine sehr starke Persona habe und auch eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Level habe. Ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, dass Schatten Angst vor mir haben. Das haben wir am Anfang ein paar Mal erlebt, ne? Aber mittlerweile nicht mehr so. Also entweder denn deren Angst verschwindet irgendwann, auch wenn wir stärker sind, oder wir sind einfach noch nicht krass überlevelt genug. So, wir nehmen in diesem Fall die Erfahrung, denke ich, ja. Ist nicht viel, aber hey, besser als nix. Prüf oder Fahrer macht auch ein bisschen Mist, das ist gut. Bist du? Bist du wieder ab. Nice. Und das waren 194.000 Yen in der Truhe. Dankeschön. Das glaube ich dir gerne. Ich will aber eben dein Outfit ändern. So hübsch es auch aussehen wie mag, aber wir haben was Besseres für dich und das willst du auch tragen. So. Dasselbe gilt für Iggis. Spielschüsse ab oder sowas. Huiuiui, der hat nicht kurz Schüsse, ehrlich gesagt. Hatten wir noch nie, deswegen. Ich, ich speichere immer so oft, damit das nicht passiert. Jetzt habe ich wieder Lust mehr zu speichern, muss ich sagen. Ja, was soll das? Deswegen im Umziehen? War vorher nicht so, glaube ich. Wenn ich es bei Yukari mal gemacht habe. Naja, so oft passiert es ja nicht. So, wieder einer höher, sehr gut. Ja, es könnte noch weit weg sein. Der Quest nach zu urteilen, der einen, die wir haben. Und hier können wir beischlingeln, glaube ich. Nein, hab ich gesehen. Rennt. Lasst euch bitte nicht catchen. Na gut. Da ist eine Rare-Truhe, die will ich haben. Die ist es wert.
Feuerschwäche. Der Turm. Auch Feuerschwäche. Okay, perfekt. Da kann Kikuhime mal glänzen. Und da sie den von mir auch so geliebten Skill Cool Breeze hat, werde ich ein bisschen mehr Mana am Ende übrig erhalten, als ich ausgegeben habe, nach dem Kampf. Die Persona können wir zwar mitnehmen, aber wir haben eigentlich keinen Platz dafür. Die Heilung brauche ich gerade absolut nicht, weil sie halt nur HP-Heilung ist. Und die Waffe kann ich wenigstens verkaufen, aber wenn ich die Waffe mit. Oh, zweite jetzt, glaube ich, ne? Ja. Nee, noch nicht, schade. Ist aber nicht schlimm. Das bisschen Geld von der Waffe ist es aber nicht wert, ganz ehrlich. Was haben wir hier? Magic Mirror ist ein mächtiges Item. Ich habe die bisher auch aufgespart, genauso wie manche andere Items, die ich gerne ausspare für harte Kämpfe. So, wir extrahieren die Persona wieder auf Odin. Wir haben jetzt statt 163 übrigens 185 SP nach dem Kampf. Also wir sehen, Cool Breeze wirkt hervorragend. Aber die Haupterfahrung soll an Odin gehen. Wir gehen schon höher. Nutzen wir. Kein Grund zu trödeln. Der Gegner könnte näher sein, als ich dachte. Wirklich? Schätze ich nochmal nach. Kann ich mir nicht vorstellen, außer. Was stimmt hier nicht? Irgendwas ist ja anders. Hier hätte ich eigentlich stehen lassen können, war unnötig, ihn zu greifen, aber egal. Und dann auch noch die drei. Das ist super ärgerlich. Dominion kannst du nicht. Hammer on, ja. Und du kannst auch durch Finsternis getötet werden. Nee, da kann ich dich nicht benutzen, das kannst du vergessen. Ich hab's sonst nie mit Hammer on, ne? Dann müssen wir einfach Power. Pure Kraft. Komm. Kostet Mana, aber was soll's. Sehr schön. Das wollte ich sehen. Gut, ich arbeite zu öfter sowas. Viel besser als Marikari, denkst du nicht? So. Der Gatorntjes habe ich, die Erfahrung nehmen wir mit. Komm. Die achtfache. So acht, die acht langen acht Erfahrung. Zweite Karte. Okay. 1300, das ist wieder eine Zahl. Ab 1000 lohnt sich das meistens mit Erfahrung. Tut ja auch nur bei dir, ne? Ist ja lange her, dass du ordentlich gelevelt bist. Ja, der steht ja ein bisschen böse im Weg, der Typ. Den muss ich vielleicht down machen. Naja, der läuft immer so unangenehm hin und her. Er hält uns so immer im Blickwinkel, das ist das Problem. Jetzt vielleicht. Ja. Killen wir aber sicherheitshalber. Ja, nochmal die Typen. Nein, wir haben gerade drüber geredet, Mitsuko. Ja, schön, dass du es geschafft hast, aber jetzt auch killen können. Er macht richtig gut Damage jetzt, obwohl er eigentlich relativ schwach ist, aber dieser Speer ist so stark, dass es egal ist. Ich meine, im Großen und Ganzen hat mir zu Mana gespart. Versuchen wir es positiv zu sehen. Ich kann Geld zwar auch gebrauchen, aber bei den drei macht Erfahrung noch Sinn, weil die gute Erfahrung bringen. So. Gegner. Den Quick Save, ganz ehrlich. Einfach nur aus Angst. Um meine Ängste zu beruhigen hier. Ja, viel besser. Da ist die Treppe. Wir gucken noch ganz kurz hier um die Ecke. Das ist ein Schatz, den nehmen wir noch mit. Ist das nicht gesehen? Eigentlich. Ah, schon wieder die drei. Das ist gefährlich. Das könnte. Gut, dass ich gespeichert habe. Das könnte unser Tod sein.
Gott sei Dank, ey. Ich meine, ich habe noch Homunculi, die mich dann retten, ne? Aber die gibt's auch nur sehr begrenzt im Spiel, also. Super wär's, ganz ehrlich. Ich hasse die Insta-Kill-Mechaniken. Ich werde sie immer hassen. Schade, keine Erfahrung für Aegis. Aber das Gute ist, dass Ken am Ende sie immer wiederbelebt automatisch nach dem Kampf, weil er wiederbeleben kann. Ich glaube, das müsste es jetzt sein, ne? Na, schade, ich wollte die Erfahrung haben. Die Coin ist aber auch ganz gut. So, Ken, du holst jetzt automatisch sie wieder, ne? Im Spell? Ja, richtig gut. Gut, gut. Ich glaube, das ist Ken zumindest. Das ist auch Fuka, ich weiß es nicht. Aber eine Kaiser-Armor, die ist neu. Das ist die, die ich trage. Wahrscheinlich eher für Männer. Ken, du bist auch ein Mann. Du bist zwar jung, aber du bist auch ein Mann. Ja, deine ist aber auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und es macht total viel Sinn, dass du Luck hast. Ich gebe dir jemand anderen. Eine von den anderen beiden Jungs. Wir müssen nur an denken, dass ich sie abgebe dann. Dann gehen wir jetzt raus. Was wäre jetzt die Rüstung? Was wäre dann mal dahin zu gehen? Auf jeden Fall. Kann ich bestimmt noch Akihiko oder Juppie mit beglücken. Sie hat ihn gefunden, okay. Auf dem 180. Dann stimmt hier was nicht. Leute, hier stimmt was nicht. Dieser Dungeon hat sich verändert. Unsere Quest sagt ganz deutlich, dass die Gegner, die wir besiegen sollen, erst ab 181 bis 108, bis 190 kommen. Das würde heißen, dass wir dieses Mal mehr Wächter besiegen müssen. Also es gibt mehr als zweimal Wächterkämpfe. Oh shit. Du wirst es erkannt haben, gut, dass ich immer so früh solche Sachen mache, oder? Das heißt, wir müssen hier wesentlich mehr schaffen in der kurzen Zeit, die wir haben. Ohne wirklich klar vorgewarnt worden zu sein. Okay, dann gehen wir direkt einen hoch hier. Ist ja beängstigend. Ja, ja, wir pushen uns, aber wir müssen uns pushen. Ich habe nämlich gerade befürchtet, dass wir hier nämlich eine Ebene mehr schaffen, also mehrere Ebenen zusätzlich schaffen müssen. Den ganzen Bereich nämlich noch oben drauf. Also müssen wir jetzt mindestens zum Wächter kommen. Den machen wir platt, weil der Kreuz hoch steht. Ah, rechts jetzt hoch, okay. Okay. There are two of them. Attack! Obey my command! Kitsuru Senpai defeated an enemy! Last one! Cannon! Unexpected turn of events. This. Good job. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Luck auch eine kleine Auswirkung hat darauf, ob man Insta-Kill schafft. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wie gesagt. Keine Ahnung, aber ich werde einfach mal daran glauben. Kurz, ob noch Schätze hier in der Gegend sind. Nee. Da ist ein Access Point, den wollen wir auf keinen Fall nutzen. Wir wollen hochkommen und nicht runterkommen. Das ist heftig, dass wir jetzt mehr schaffen müssen. Aber wir nähern uns wahrscheinlich auf dem Finale, ne? Also vielleicht ist es erstmal eine extra hart jetzt. Nächste Etage müssen wir schaffen kommen. Am besten. Oh, das ist ein roter. Den brauche ich zwar nicht mehr, aber ich weiß, dass die leicht zu besiegen sind. Ich habe das Ismir schon von dir bekommen. Aber wir sind leicht zu besiegen und bringen ganz gute Erfahrung. Komischer Leck gerade. Nochmal komischer Leck. Nochmal komischer Leck. Okay. Was ist wieder los, Spiel? Gibt es einen Grund für die Lecks? Muss ich wieder pausieren? Muss ich wieder gucken, ob Windows updated? Nee? Okay. Wäre mir auch lieber. Die killen wir mal lieber mit Kikurihime. Die hatten, glaube ich, eine Eisschwäche. Und dann kriege ich ein bisschen Mana wieder. Ach, was? Ach, ich nicht Kikurihime. Parvati. Parvati. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Mitsuru ist noch da. Mitsuru kriegt den Auftrag noch down. So, kein Problem. Yeah.
hat Mitsuru bei der Ausführung ihrer Personas eigentlich immer so extrem gesprochen, so oh, exekutiert und so weiter. Hat sie immer so gesprochen oder ist das momentan nur wegen ihrer Lage, dass sie so streng ist? Vielleicht hat sie das auch mal getan. Nee, ich nehme die Experience. Ja, lohnt sich, sag ich ja. My skill level has increased. So, wir wollen nach oben. Ein Schritt muss noch. Eine Etage schaffen wir jetzt noch. Ah, ein Access Point brauche ich nicht. Da ist eine Sackgasse, okay. Da geht's weiter, also müssen wir gucken. So viel Erfahrung auf Level zu steigen, ne? Ja. Also die letzten Skills bei Odin zu bekommen sind schon echt schwer. Ich habe ja schon das höchste Arcana-Level, ne? Ich muss gucken, dass ich bei ein paar Bossen benutze auf jeden Fall am Ende. Dass er so ein bisschen extra Erfahrung bekommt. So. Ja, Masodini macht sie, da sind die Kleinen alle tot. Ja, komm. Das machen wir. One more to go. Wow. Nice. Good. Efficiently executed. Experience, please. Zweite Karte. Oh, erste Karte, glaube ich. Ne, war falsch. Scheiße, zwei zweite. Mist. Ich habe keinen Platz für ihn. Bringt mir nichts. Habe ich eine andere Strength für Kane momentan auf dem Level? Ne, dann nehme ich einfach Orse raus, weil. Ja, wobei. Habe ich eine andere Fool? Auch nicht. Ich habe mehrere Emperors. Dann behalten wir Jax. Ne, das ist ein Empress. Ich habe mehrere Hanged. Also hau ich Ubelarus raus, damit ich mehr verschiedene Arcanas habe. Das macht Sinn. Ja. Yes. Das ist okay. Ich habe eben viel besseren Löwenboy, wissen wir ja alle. Aber es geht ja um die Arcana-Fusionsmöglichkeiten. Das hat immer sehr viel damit zu tun, welche Arcana sie sind. Deswegen nicht nur und nicht immer, aber meistens am meisten. Wie es hoch sind. Wir haben es geschafft, bis zum Wächter zu kommen. Aber ich glaube, dieses Mal ist das hier nicht der zweite letzte, sondern das ist der zweite von dreien. Das erklärt nämlich, warum die Quest noch weiter oben stattfindet. Ja, sie sagt doch, sie spürt schon wieder drei Schatten. Und zwar das immer nur ein einzelner. Ja, da stehen sie. Irgendwelche Steingiganten. Okay. Krass. Die müssen wir möglichst schaffen. Und dann müssen wir eigentlich noch höher. Nicht unbedingt heute. Also an diesem Samstag. Aber wir müssen hoch. Noch eine Stufe. 180 Etagen sind bestimmt hochgelaufen, damit sie verarschen. Okay. Gut. Alle sind wieder voll geheilt dadurch, das ist schon mal supi. Wir gehen ganz kurz Erfahrungssachen registrieren. Erfahrungsboost bei Odi und so weiter. So, Persona registrieren. Fati wird ein bisschen Erfahrung bekommen haben. Nicht so wichtig bei ihr jetzt noch, aber hey. Kikurima hat auf jeden Fall Erfahrung bekommen. Bei ihr ist es sogar noch wichtig, weil sie noch ein paar Sachen lernt. Weil ist bei allen wichtig. Level-Ups sind trotzdem Buffs, ne, für die Stats. Keine Frage. Ganesha hat Growth, das heißt, er hat auch Erfahrung bekommen. Kingu brauchen wir nicht, haben einen besseren Kingu. Sakimitama haben wir auch eine bessere. Und Odin wollen wir noch machen, die Resten nicht. Yes. Replace the record. Schön. So, gut. Und weiter geht's. Wir versuchen, die direkt zu machen. Wir müssen wissen, was sie kann. Also, ob wir sie schaffen, ist immer eine andere Sache. Es waren wieder Steingiganten, ne? Muss ich davon ausgehen, dass sie ähnlich funktionieren wie die anderen? Ich weiß es nicht. Die anderen hatten ja Strom. Da habe ich jetzt keine Blitze gesehen. Hm.
Ich wollte ja noch jemand die Rüstung geben, ne? Entweder Akiko oder Junpei. Defenders Club mit Agility. Nimm die Kaiser Armor mit Endurance ruhig mit. Sehr gut. Ja, ich weiß natürlich nicht, was der Gegner jetzt wieder benutzt, was der Boss jetzt für Attacken hat. Das ist halt immer das Schwierige. Das heißt wahrscheinlich wieder einmal testen und gucken, ob wir auch so viele Schwächen mitgenommen haben. Und dann sehen wir weiter, ne? Ich nehme jetzt mal Mitsuru auch mit, die kann die Erfahrung gebrauchen. Ich versuche es mit der Truppe, mit der wir hochgelaufen sind, einfach mal ganz frisch. Frisch und gefährlich. Wir haben einen Quick Save, besser ist das. Da fühle ich mich sicherer. Und dann versuchen wir den nächsten dicken Wächter. Der letzte war ja schon ziemlich krass. Und das ist jetzt nicht mehr der letzte dieses Monats. Oh Mann. Muss das Spiel jetzt wirklich noch schwerer werden? Okay. Let's go. So, welche Person will ich am Anfang ausgerüstet haben? Am besten eine, die mir einen Auto-Buff gibt. Das tut Odin auch, oder? Ne, tut er nicht. Doch, Auto-Masukaya. Ja, ist nicht der beste Skill, ne? Da haben wir, glaube ich, einen besseren. Mit auch Masuku. Der hat Auto-Marukaja. Da haben wir sofort den Buff am Anfang. Also, mit dem fangen wir an. Okay. Na, Big Boys. Be ready. I sense it's a strong one. Oh, das kann ich auch sehen. Stasis-Giganten. Okay. Give me a sec. I'll scan the target. Ich weiß, es bringt gar nichts, das zu tun, aber ich tue es aber trotzdem. Womit soll ich anfangen? Ich wechsle direkt die Persona. Wir müssen ja wissen, was für Elemente die benutzen, wenn die schwach sind, aber ich mache das ungern mit mir selber. Weil das gefährlich ist. Ich kann sie einfach schwächen, das geht auch. Ich schwäche sie erstmal, das ist immer gut. Jetzt hör auf mit so, außer es funktioniert. Oder? Natürlich nicht. Hör auf mit sowas. Bitte. Na klar, keine Infos. Das ist schon mal gut, dass der Blitz testet. Blitz macht Schaden. Gut. Deathbound. Deathbound ist ein mega Übermove, ja. Ich glaube, ich kann am meisten Schaden machen. Ich will nicht heilen. Wenn ich Stromschaden nehme, kann ich mit meinem Blitz gut Schaden machen. Ken, du kannst heilen. So wie Zuru, du auch. Regelst du nicht. Aber du kannst buffen und debuffen. Aber greif die Runde mal noch an. Und ich hoffe, wir überleben das. Ich gehe jetzt am Anfang des Kampfes ein bisschen Risiko ein, weil ich glaube, ich könnte gut Schaden hiermit machen. Mal gucken. Schlecht. Hang in there. Dass sie so viel Schaden machen, obwohl ich uns gebufft habe und die gebufft habe, ist beängstigend. It must be eliminated. That wasn't good. Alter. Mein Gott. Nächste Runde haben wir keinen Buff mehr. Kein Defense-Buff mehr. Proceeding.
Alter. Ken-Kun ist tot. Nee, man nimmt wenig Schaden für diesen Angriff. Oh Gott im Himmel, was ist denn hier los, ey? Ja, ich muss jetzt auch heilen. Ist viel lieber ein Defense-Buff. Da hab ich richtig Angst vor jetzt. Ich meine, Aegis kann auch buffen, aber macht sie das optimal? Ich bezweifle es. Alle auf Heal und Support, toll. So kriege ich auch jetzt geschissen. erstmal jemand, der heilen kann. Ganesha kann nicht heilen, oder? Nee. Ich weiß, wer heilen kann, aber ich will jetzt nicht jemand ausrüsten, der so wenig. Du kannst heilen, oder? Ja. Du hast ein bisschen mehr Rüstung als manche der Magier. Ein bisschen mehr Endurance. Ja, es ist unsere ganzen Buffs, die Divas weg. Das ist richtig schlecht. Also die Divas bei denen noch nicht, aber unsere Buffs. Ja, die Divas verschwinden nicht bei denen, wenn sie dran sind. Glaube ich, das ist auch doof. Gib mir keinen Damage-Buff. Mach einen Defense-Buff oder was. Können wir das überhaupt kann, das weiß ich gar nicht. Ja, aber wie viel Schaden nicht machen werden? Ja, jetzt kriegen die voll Angriffskraft und wir haben keinen. Oh Gott. Alter, willst du mich verarschen? Alter Schwede. Ja, mach sie tot, komm. Was du? Du greifst mich an, ich könnte jetzt oh, ausweichen. Wow, nice. Okay, cool bleiben jetzt. Ja, das ist mir klar. Ich muss eigentlich heilen und buffen. Ich kann nicht beides machen. Shit, ey, ist zu kotzen. Ja, ihr müsst alle heilen, das ist schon mal klar. Und ich muss unbedingt buffen. Bei wem habe ich gerade Marakukaja benutzt? Welcher Persona? Mit gar keiner, stimmt, Quatsch. Du kannst es nicht, ne? Okay. Pavati muss es also machen. Ich würde gerne auch heilen, aber das bringt halt nichts. Ist ja wahrscheinlich besser, wir müssen mal darunter zu machen, weil wenn er stirbt, dann hätte das trotzdem Effekt gehabt. Ja, ich mach's einfach jetzt schon. Das sind ein paar harte Boys. Wir machen nicht mal Schaden, jetzt zwei Runden lang, das ist echt schlecht. Kannst du wieder das machen? Das ist echt nicht gut. Was hast du, Ken? Jo, alle sind tot. Okay, wow. Ist das hier ein Soma-Pflichtkampf? Die sind echt pervers, die Typen. Übelst pervers. Ich frage mich gerade, ob ich es anders machen kann. Also ich versuche immer einen Weg zu finden, keinen Sommer zu benutzen, aber... Das ist jetzt so brutal gewesen. Also ich glaube, der erste Fehler war tatsächlich, dass ich in der ersten Runde die gegnerische Angriffskraft debufft habe. Weil ich dann dafür gesorgt habe, dass unser Defensiv-Buff und deren Offensiv-Debuff zur selben Zeit ablaufen. Das war ein Riesenfehler. Die müssen immer zu verschiedenen Zeiten ablaufen, wenigstens einer von beiden aktiv ist. Das hilft mir jetzt auch nicht mehr leider. Wenn ich jetzt so mal benutze, haben alle keinen Buff mehr, außer ich. Weil der Buff, der ist weg, wenn sie sterben. Deswegen dachte ich auch gerade, dass wahrscheinlich ein Angriffs-Debuff schlauer wäre erstmal als ein Defense. Das ist auf jeden Fall verloren. Ich werde es aber jetzt vorbeigehen lassen und dann nochmal starten, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall verloren. Also Schaden haben wir gut gemacht, weil die Blitze echt gut reinhauen, aber das war's auch. Powercharge können die auch noch. Willst du mich verarschen? Tut mir leid, aber wenn die jetzt Power chargen und dann so ein Deathbound oder so ein Slash machen auf alle, dann sind auf jeden Fall alle tot. Da könnte ich nichts gegen machen. Das ist mein voller Ernst. Ich guck mal, wie lange ich hier jetzt heile, aber ich glaube, die kill ich jetzt sowieso.
Und ich habe den Defense Buff drauf, ne? Das müsst ihr bitte dabei bedenken. Ich habe ihn drauf. Ich nehme mal so einen Beat. Vollheilung ist das für mich. Das ist ein bisschen verschwendet, aber ich will mal sehen, ob ich das überhaupt überleben könnte. Ich glaube nämlich nicht. Der hatte den Buff nicht. Und die haben jetzt den Buff. Okay. Dank des Defense Buffs kann ich es überleben. Aber nur mit einem. Nee, ich bin tot gewesen. Hätte ich meinen Skill nicht, wäre ich tot gewesen. Hätte dieser. Und dieser Swing gerade wäre auf alle gegangen, ne? Das. What the fuck, einfach nur. Manche Bosse sind hier ein bisschen zu krass. Vor allem manche Wächter wurden mir jetzt zu stark. Das sind nicht mal die Bosse, die das holen, sondern eher die Wächter. Kann ich das noch schaffen irgendwie? Ich will keine Beats mehr verschwenden, das ist einfach nicht wert. Ich hatte eh eine Person im Vollhalt-Spell. Ich weiß gerade, ja, definitiv. Wenn ich mal ausweichen würde oder so, aber selbst dann, alle wiederzuholen wäre schwierig. Ich habe mich verfehlt, okay. Power Charge. Alter, ich bin fast schwer tot. Jetzt bin ich auch nicht, wenn ich mich heile und dann wieder fast tot bin. Das macht keinen Sinn. Ich frage mich, ob diese Spiegel, also diese physischen Spiegel und magischen Spiegel, ob die auf alle meine Leute gehen. Dann wäre das vielleicht der Weg hier. Mal darf ich von mir nutzen. Von Items. Ja, das war es wahrscheinlich jetzt. Aber ist okay. Och, what the fuck. Ich bin nochmal ausgewichen. Was denn jetzt? Sterbe ich jetzt oder schaffe ich das noch? Ich glaube eigentlich nicht. Es ist schaffbar, wenn ich jetzt gewisse Items verschwenden würde, aber das will ich ja nicht. Weiter ausweichen, bitte. Das Dumme ist, die kriegen jetzt bald durch ihren Angriffskraft auch wieder. Das heißt, jetzt werde ich sowieso zerhackt, glaube ich. Immer mal ein Witzzauber, wie das, was soll's. Vielleicht schocke ich sie ja mal oder so. Das hilft mir auch nicht, ehrlich gesagt. Das kostet ja keine Runde. Ja. Nee, nee. Ich müsste vielleicht mit Jumping hierher kommen. Der hat zumindest einen Defense-Buff für alle. Aber was er dann immer leider nicht so gut kontrolliert macht, ist immer so ärgerlich dabei. Ich hab sie fast, ne? Das ist so lächerlich. Ja, aber die beiden killen mich jetzt. Ja, das war's. Außer ich weiche aus, aber. No chance. Also, no chance, ohne nicht die Mega-Items zu benutzen. Harte Boys. Keine Frage. Verdammt harte Boys. Und das sind nicht mal die letzten hier in diesem Monat. Wir müssen auf jeden Fall noch höher. Da gehe ich sehr stark von aus. Das macht mit der Quest ja nur Sinn, ne? Dammit. Ich überlege gerade noch, wen ich besser mitnehmen kann. Vielleicht Aegis nicht mitnehmen. Die konnte zwar einigermaßen Schaden machen, aber ich habe mehr Schaden gemacht und ich glaube, wir könnten Jumper da mehr bringen. Ich weiß nicht, ob Aegis schon Gruppenbuffs hat. Sie hat anscheinend nur einen Single-Target-Buff, das ist das Problem dabei. Eben gucken. Eben die Skills von dem checken. Das ist eigentlich ziemlich zusammenhängend damit. So, Aegis. Du hast nur den Single-Target-Buff, ja? Ja, oder halt Masuku Kaja. Aber ganz ehrlich, selbst Masuku Kaja wäre mir lieber gewesen, wenn wir eine Chance gehabt hätten, eher auszuweichen. Sie würde Maraku Kaja lernen. Okay. Aber das lernt sie erst 56. Das ist sie noch lange nicht. Ich meine, Junpei kann das schon, ne?
Er ist sogar ein bisschen höher gelevelt. Und er kann Marakukaja schon. Wenn er Marakukaja benutzt, wäre das super nützlich. Ohne Frage. Ich meine, das Schöne an ihm ist, er hat keinen anderen Buff. Das ist so blöd, das klingt. Die Tatsache, dass ich mich darauf verlassen muss, dass die KI den richtigen Buff macht und nicht irgendeinen Buff, macht es besser, wenn ein KI-Charakter nur einen Buff hat. Weil dann kann ich davon ausgehen, dass der auch vielleicht kommt. Dumm, dass es auch klingen mag, aber so ist es tatsächlich. Okay. Machen wir das so. Kennen wir, glaube ich, eine ganz gute Idee, oder? Er hat teilweise irgendwie verrückt an Schaden genommen. Ich weiß nicht, durch die Rüstung oder so, ich weiß nicht, aber er schien mir ganz cool zu sein. Mitsuru schien mir auch okay zu sein. Vorher können die beiden heilen. Ich versuche es aber mit der Truppe. Wir speichern aber nochmal vorher. So. Ich mache mal Quick Save. Und dann Second Try. Und warte mal ganz kurz. Kann ich das. Ja, kann ich im Kampf auch gucken, ob diese komischen Schutz-Items vor gewissen Angriffen, also physische Schutz- und magische Schutz-Items, ob die auf alle gehen. Du bist schon im Team. Das ist okay. Ich wollte mit den Dingen reden, nicht mit dir. Weil die könnten hier sehr wichtig sein, weil das ist definitiv offensichtlich ein rein physischer Boss. Der kann anscheinend nur sich entweder chargen oder physisch angreifen. Und das auf verschiedene Weisen. Deine Rüstung war okay, ne, Jumping? Mach ich eine bessere für dich? Ja, Defender Cloak auf jeden Fall. Deathbringer war die beste Waffe für dich. Jetzt habe ich vergessen, die richtige Person auszurüsten am Anfang. Ah, ich bin ein Trottel. Ah, typisch. Typisch für mich. Jetzt habe ich Hegatonchis nicht ausgerüstet, das heißt, ich kriege den Buff nicht automatisch. Aber dann können wir vielleicht gleich mal gucken, ob Junpei den Buff direkt macht. So, ihr beiden greift an. Ich mache jetzt nicht den Debuff für die deren Angriffskraft, weil das macht in der ersten Runde einfach keinen Sinn. Lieber in der zweiten Runde. Und hoffen, dass sie überleben bis dahin. Komm schon. Wenn einer den angreifen würde, der jetzt gestartet ist, ne? Mit physisch, dann wird er umkippen. Komm schon, der eine hat Statik, greift ihn bitte physisch an. Da kommen die alle dran vorher. Die kommen alle dran vorher, ne? Ja, da wird das gar nichts. Ärgerlich. Aber sie haben keine schlimmen Attacken gemacht bisher. Er macht den guten Buff. Sehr, sehr gut. Und sehr wichtig. Okay. Jetzt komm mit deinem Marukari nicht an. Bitte nicht. Ach komm, ganz ehrlich. Anstatt jetzt einen Mabufu da zu machen oder einen Bufudine, irgendwie was, weißt du? Kann nicht dein Ernst sein. Okay. Heal Support bitte. Du brauchst nicht mehr, du kannst angreifen. Ken, du bitte auch erstmal Heal Support. Und ich, schwäche jetzt deren Angriffskraft, weil diese Runde ist es okay. Deshalb wird genau eine Runde versetzt, wo die stärker wieder werden und wo wir die Defense verlieren. Okay. Das ist aushaltbar. Ha, sehr schön. Nice, super. Guter Start. Oh, das blocken die. Okay. Die blocken Slash komplett. Krass. Das ist ziemlich blöd für Junpei, weil er kann ja nur slashen. Oder? Ich meine, er hat auch einen Bash-Move, aber keine Ahnung. Das ist echt blöd. Hm.
Okay. Wir heilen auch mit die Runde nicht. Ich bin gespannt, was Feuer macht. Ich meine, Jumpy müsste auch nochmal Feuer testen, da ich mach da wahrscheinlich auch. Mal gucken. Das ist ein Bash-Move, gut. Der trifft nicht, okay. Der weiß nicht, ob der Schaden macht. Ungünstig. Ja, das ist schon besser. Das ist viel, viel besser. Okay. Ja, wir machen mal das Spell-Damage. Nächste Runde müssen wir die Defense wieder hoch machen. Aber ich versuche mal, das Jumpy machen zu lassen. Weil ich glaube, Jumpy kommt. Naja, zwei ist leider nicht als letztes. Aber zumindest könnte er mich und ihn selbst dann buffen. Ja, gucken wir mal. Der Schaden ist super. Keine Frage. Oh, Power Charge. Ganz böse. Ganz, ganz böse. Alter Schwede. Das ist okay. Macht Sinn, dass er das macht, ehrlich gesagt. Finde ich gut. Ja, Defense ist reverted, shit. Da war sie das eben schon. Er macht Mediarama. Super Ken. Danke. Genau, was wir gebraucht haben. Ja. Mir fällt ein, oder auf, ich habe jetzt trotzdem ein Problem. Weil, wenn ich jetzt keinen Defense-Waff mache, kriegen die Angriffskraft gleich wieder. Und Jumpy kommt zu spät dran. Das heißt, ich mache den Defense-Waff jetzt. Das ist sicherer. Das ist definitiv sicherer. Hör zu, du kannst ruhig angreifen. Machst du ja scheint ja auch. Wenn du nicht heilen musst, greifst du an. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ken, du greifst bitte auch an die Runde. Ich verstehe. Junpei, du greifst auch an. Und ich versuche erstmal unsere Defense zu erhöhen. Das versuche ich und das mache ich auch. Ja, und ich ging Angst, trotzdem jetzt auch wieder. Siehst du? Dann wäre Junpei zu spät angekommen. Ich hätte da über zwei Runden dazwischen machen müssen. Wenn ich das mit Jumpy machen würde. Okay. Wenn sie das normale Angriffe nur machen, ist alles cool. Ja, das geht schlecht. Ja, Mist. Ja. Wir haben auch gerade ein bisschen mehr Glück. Offensichtlich. Super. Das könnte es gewesen sein. Okay, die nehmen auch verringerten Schaden durch Bash. Das erkenne ich sofort. Alles klar, also die nehmen. Wahrscheinlich kann man sie generell nicht physisch bekämpfen. Nicht effizient. Bash macht ein bisschen Schaden und die anderen Sachen blocken sie wahrscheinlich. Slash und Pierce. Okay. Unsere Defense ist hoch, wir sind ziemlich gut geheilt. Ich könnte jetzt den Angriffskraft senken, aber wir warten noch eine Runde. Stattdessen machen wir lieber einen dicken Spell. Vielleicht können wir sie sogar töten. Also in der nächsten Runde, dieser noch nicht wahrscheinlich. Dann müssen wir nicht mal so ein Item nutzen. Ich will trotzdem kurz gucken. Item. Diese Schilddinger. Gehen die auf alle oder nur auf einen? Attack Mirror. Party. Ich habe nur 4 Stück davon, ganz ehrlich. Boah, wieso habe ich davon so wenig? Ich habe von Magic so viel. Dann behalte ich die auch lieber. Aber das wäre eine Option gewesen. Die Party zu schützen für eine Runde. Und den Schaden zurückzuwerfen. Klar. Wäre eine Option gewesen. Der eine könnte jetzt sterben, das wäre super. Ja. Wir haben es geschafft. What the fuck, ein Critical? Oh Gott, ich hätte die Klappe rein sollen. Wir schaffen das trotzdem noch, aber what the fuck. Okay.
Das war jetzt ärgerlich. Ich meine, Ken kann wiederbeleben. Lass uns noch kurz in Ruhe bleiben, wir nehmen jetzt eh weniger Schaden. Ich will jetzt, dass all die Erfahrung bekommen. Ich heile uns. Ich hoffe, dass Ken jetzt einfach mit Zuru wiederholt. Das ist alles, was ich will. Ach komm, schon wieder ein Crit, willst du mich verarschen? Jetzt heilen die sich auch noch. Okay. Komm, Junpei ist auch tot. Warum machst du denn jetzt bitte keine Wiederbelebung? Muss ich das schon wieder machen? Du kannst das doch, bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst. Ja, ist die Defense wieder down. Ah, das ist gar nicht gut. Ich will jetzt nicht noch verlieren, ne? Das kann nicht sein. Wir könnten versuchen, den einen noch zu töten. Na komm, ich fokussiere jetzt mit der Kiel auf den einen. Damit auch einer von denen da ist. Komm schon, Ken. Ja, du wirst supporten, ne? Ich hab's dir ja gesagt. Das Power Charge der auch noch. Warum ist dieser Kampf eigentlich schon durch, weil es noch so knapp werden müsste? Alter. Dann heil uns wenigstens, oder? Jetzt übst du wieder. Okay. Auch in Ordnung. Das Dumme ist, der eine hat diesen Power Charge gemacht, ne? Der killt gleich wieder alle. Aber ich kill jetzt lieber einen von denen, als zu versuchen, jemanden zu retten. Und ich übernehme das, glaube ich, deswegen. Zack. Einer weg. Oh, nicht auf mich töten jetzt. Bitte nicht töten. Oh, Gott sei Dank. Defense Buff. Gut. Gut, bitte entweder mit Yaram oder wiederbeleben. Wiederbeleben ist am besten, danke. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Folge ein bisschen, ja, die ist auch noch im Bereich. Ist okay, würde ich sagen, weil länger her, das geht klar. Ich heile jetzt einfach alle, weil er kann jetzt nicht mehr alle töten. Das schafft er leider nicht. Also kann ich am besten jetzt heilen. Und dann wechsle ich wieder zurück auf Odin, damit er die Erfahrung bekommt. Du kannst gar nicht Gruppen heilen. Damage. Shit. Nicht gut. Ken, du brauchst es am meisten. Konter, aber er blockt das, okay. Er macht nochmal. Das ist gut zu wissen. Er macht auch nochmal den Buff-Spell, wenn du einen das nicht hast. Das ist gut, dass er das macht. Das ist eigentlich gut. Okay. Wir sind alle wieder gut geheilt. Let's finish him. Mit Odin. Also, er wird jetzt noch nicht in einer Runde sterben, aber der Sieg ist jetzt auf jeden Fall sicher. Puh. Übler Boss. Ach komm. Jetzt ziehst du in die Länge und stirb einfach. Ich soll den anderen sagen, dass sie wieder angreifen sollen, ist ja besser. Die macht trotzdem. Klein, die macht auch nichts. Das macht auch Schaden. Ja, wir haben es geschafft. Gott im Himmel. Was ein Boss. 1044. Drei Attack Mirrors. Wie passend. Jetzt haben wir mehr davon. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, sie nicht verloren zu haben. Weil wenn wir jetzt nochmal einen richtig harten Endboss oder so irgendwann sehen, dann können wir diese Mirrors einfach rausdonnern. Und wir sind endlich wieder Level hoch. Schön. Ist lange her. Level 61. Alter, das war wirklich ein harter Boss. Und das war nicht mal das Ende. Der zweite Wächterkampf, aber noch nicht das Ende. Puh. Warm of Life, okay. Ja, wir mit. Ja, hier oben wird es jetzt so weitergehen. Bin mir todsicher. Ich gehe erstmal zurück. Heile und Speicherin war gut für heute. Mein Gott. Ich würde am liebsten nächstes Mal versuchen, direkt hinterher das nächste aufzuschaffen. Das war voller Ernst. Zumindest bis zum Wächter hinzukommen.
Ich denke, das wäre machbar. Dann hätten wir auch wirklich gut was geschafft. Und dann wäre der Druck definitiv raus. Nun ja, bis dato danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Persona 3.